Vatikan wurde ein neues Programm eingeführt. Dadurch soll dem Klerus erneut der Ritus des Exorzismus gelehrt werden. Moment, Sie wollen, dass ich ein Exorzist werde? 2 Monate Rom, so schlimm kann das doch nicht sein. Das wurde während eines Exorzismus in Turin aufgenommen. Der Kiefer dieses Mannes hat sich von selbst ausgerenkt, als ihm das Vaterunser vorgelesen wurde. Sagen Sie, Michael, glauben Sie an die Sünde? Ja, aber nicht daran, dass der Teufel sie uns begehen lässt. Ich empfehle Ihnen einen Besuch bei einem alten Freund von mir. Buongiorno. Sind Sie der Amerikaner? Ja. Mögen Sie keine Katzen? Nicht besonders. Willkommen in Rom. Es ist verseucht mit Katzen. Passen Sie auf, dass keine reinkommt. Wissen Sie, warum Pater Lukas berühmt ist? Er hat über 1000 Exorzismen durchgeführt. Was glauben Sie, ist das? Das ist nicht der Teufel. Macht ein Dieb oder Einbrecher das Licht an, wenn er Ihr Haus ausraubt? Nein. Er möchte Sie ihm glauben lassen, er wäre gar nicht da. So wie der Teufel. Es wird kompliziert, wenn kein Beweis für den Teufel der Beweis für den Teufel ist. Sie erstickt! Sie sind noch nicht überzeugt. Sie braucht keinen Priester, sondern einen Seelenklempner. Seien Sie vorsichtig, Michael. Die Entscheidung, nicht an den Teufel zu glauben, schützt Sie nicht vor ihm. Frühe Anzeichen für eine Besessenheit sind sehr subtil. Sozialer Rückzug, ein dauerhaftes Zittern in einer Extremität. Michael, was geschieht mit mir? Wenn Lukas es nicht besiegen konnte, wie dann ich? Michael! Das Grauen ist real, Michael. Es ist real. Dein Name! Sag mir deinen Namen! Michael, schließen Sie bitte die Tür. Wir wollen ja nicht gestört werden, oder?